einem das zu Hause haben, weil ich ja so gedacht habe. Und da ist in so einer Höhle. Ja, komm mal.
Der Weintraube. Daran sieht man eben, dass sie es wirklich instinktiv machen. Wenn man ihnen Dinge gibt, die er überhaupt nicht mag, da wird nicht groß rumgetastet, das wird nicht mal in die Finger genommen. Das wird gleich weggeschmissen. Also die wissen ganz genau, was sie hier kriegen. Das ist wirklich instinktiv, deswegen auch unsere Tiere, nicht nur in Wassernähe, auch hier. Ja, ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich erzählen wollte. Sind noch Fragen? Ja? Schon wieder den Mund voll, ne? Wie Tommy. Also so lange, wie sie alt sind, alle Mann. Achso, in Deutschland, also in Deutschland oder in Europa. Naja, um den Zweiten Weltkrieg herum, da sind die meisten. Also 1934 wurden die hier teilweise eingeführt oder auch hergeholt für die Pelztierfarm und ja, und dann irgendwann sind sie rausgekommen. Wie alt werden die? Können Alter von 15 Jahren erreichen. Das ist aber auch gut. Zeit ist um. Das heißt nicht, dass ich nicht noch Fragen beantworte. Das hat nur der Elektriker so festgelegt. Ja, wenn nichts weiter ist, dann verteilt. Ja, irgendwie schön, schöne Farbe auch, schönes Fell. Ja. Oh ja. Ja, aber hier 2 Minuten. Ob der Vogel nicht vielleicht doch ein bisschen zu knapp an einem vorbeikommt? Für uns ganz praktisch, wenn der Vogel mal oben im Baum steht, da sind viele Blätter dran, ich kann ihn nicht mehr sehen, dann kann ich ihn zumindest noch hören. So, auch einmal für euch, ne? Ganz nah, Vogel mit dabei. Ja, hier werden alle bedient, ist ja auch kein Problem. Ihr dürft uns auch gerne noch ein Stück näher kommen, ist auch kein Thema. Super. Jawohl. Zu guter Letzt, eine kleine Adresstafel ist an allen unseren Vögeln unten dran, da steht unsere Telefonnummer drauf und unser Firmenname. Gerade jetzt so im Herbst, wenn es nicht gerade regnet, sondern sehr windig ist, kann das immer mal sein, dass unsere Vögel vom Wind, vom Wildpark abgetrieben werden. Dann sind wir mal auf eure Hilfe angewiesen. Unsere Vögel haben nämlich kein Navi im Kopf. Die finden den Weg nach Hause nicht mehr wieder. Die wissen das nicht, die sind keine Brieftauben, die schaffen das nicht alleine. Und deswegen brauchen wir dann immer eure Hilfe. Sollte also mal einer unserer Vögel bei euch auf der Grillparty landen und sich an eurer Brust festkrallen, ja? Dann ruft ihr uns einfach an. Wir kommen in der Regel so mit 5 bis 7 Personen. Das müsst ihr wissen, ja, damit ihr wisst, wie viel Fleisch ihr nachlegen müsst. Und dann sammeln wir unseren Vogel von eurer Brust nämlich einfach wieder runter. So, so richtig gut, muss ich allerdings zugeben, funktioniert das hier ja jetzt nicht mit der Beutejagd. Wir haben es ja jetzt fleißig probiert, aber geworden ist es nichts. Ich würde das gerne mal versuchen, live und in Farbe nachzustellen. Einen motivierten Jäger habe ich ja, mir fehlt so ein bisschen die Beute. Deswegen frage ich einfach mal ganz direkt, hat jemand einen nervigen Kleinsäuger abzugeben? Wir haben ja gerade nicht so viele Kleinsäuger hier im Publikum.
Du möchtest nicht abgeben, sie ist ja schon direkt festgeklammert. Hm, weiß ich nicht, was die Frau vorhat. Gibt es ein mutiges Kind im Publikum, das dann heute spielen würde? Bei mir hier vorne auf der Bühne. Ganz freiwillig. Das sieht doch nicht versprochen. Du winkst, möchtest du Beute spielen? Ja, dann darfst du mit einem riesen Applaus zu mir runter auf die Bühne kommen. Das finde ich richtig großartig. Super, klasse, jawohl. Hat sich da noch einer gefunden? Das ist sehr gut. Na, haltet ihr noch durch? Geht, ne? Sehr schön. Oh, super. Wir haben heute... Ja, klasse. Wie sie grinsen. Oh, super, mit Eulen schon, das ist toll. So, kommst du zu mir runter auf die Bühne? Mal Patschehand. Sehr gut. Zack, zack, zack. Jawohl, wunderbar. Kurze Frage, wie heißt du? Wie ist dein Name, bitte? Gwen Elaine? Wow! Also heute habe ich nur Spitzennamen hier gehabt, ne? Es ist ja unglaublich, ne? Sag mal, hast du Geschwister? Bruder oder Schwester? Nein! Und dann hast du ja gar keinen Ersatz, wenn was schief geht. Oh. Hör mal, Gwen Elaine, dadurch, dass das Wetter jetzt auch nicht so schön ist und dein Papa auch keinen Ersatz hätte, wenn was schief geht, biete ich dir eine Alternative an. Ich stehe gleich und schütze meinen Handschuh und wir gucken, ob der Vogel so bei dir landet. Du darfst dich aber entscheiden. So, wir gucken mal, wann die Lexi dich wieder loslässt. Ich glaube, du musst ihr noch ein Stückchen entgegenkommen. Die ist schon ein bisschen nasser geworden. Ich habe die Strecke nicht mehr ganz. Lena spielt einmal Taxi und holt den Vogel ab. Das sieht gut aus. Lexi überlegt, ja, die Strecke geht noch. Jawohl, super. Lexi, könnt ihr schon mal einen dicken Applaus und Feierabend hinterher schicken. Handschuh und ich. Molly Spannweite von über 2 Metern, ja, und ein Körpergewicht von stolzen 5 Kilo. Sie ist quasi das Flaggschiff. Molly! Auf geht's, Molly! Hey! Molly überlegt hoch! Was ist denn jetzt los? Ich muss nochmal fliegen, weil regnet. Na, Molly, wie sieht's aus? Drehst du nochmal ein paar Runden hier? Überleg gerade, kennst du jemanden im Publikum? Kannst du mal Hallo sagen? So, euch ist bestimmt aufgefallen, dass unsere Molly gar nicht so richtig nach Weißkopf-Seeadler aussieht. Ne? Eher wie so eine übergroße Krähe. Ja? Das hat auch einen Grund. Molly ist erst 2 Jahre alt. 5 bis 7 Jahre dauert es aber, bis unsere Weißkopf-Seeadler wirklich auch so aussehen, wie der Name es sagt. Ja? Dann haben wir das Altersgefieder. Das heißt, sie hat den weißen Kopf, den weißen Schwanz bzw. Stoß. Und dann auch erst den quietschgelben Schnabel. Der wächst nämlich ähnlich wie unsere Fingernägel von hinten nach vorne heraus. Wird sich jetzt als erstes zu guter Letzt ändert sich nämlich übrigens auch noch ihre Augenfarbe. Diese Augen sind jetzt gerade für alle, die es sehen können, die dunkelbraun. Die werden jetzt im Laufe ihres Lebens immer heller, bis sie irgendwann so einen hellgelb-ockerfarbenen Ton angenommen haben. Ja, mit dem Altersgefieder ist sie dann übrigens auch erst in der Geschlechtsreife. Bis dahin muss sie sich tatsächlich erstmal durcharbeiten, durch die Welt. Ist auch ganz einfach, warum die Natur das gesagt hat. Die sagt sich, wenn du es schaffst, so lange zu überleben, bis du ins Altersgefieder kommst, ja, dann hast du auch die Chance, deine Gene weiterzugeben. Als Molly damals aus dem Ei kam, war sie aber nur so groß. Wie so ein kleines Hühnerküken, ja, ohne Witz. Nach 3 Monaten hat die so bei Mama Nest gesessen. Da sagt Mama sich dann, weißt du, es ist voll schön, dass es dich gibt. Bitte geh. Die wird also mit 3 Monaten rausgeschmissen. Ja, dann muss sie zusehen, wie sie klarkommt. Und damit das halt nicht so schwierig ist, hat sie eben dieses sogenannte Jugendgefieder. Deswegen sieht sie jetzt gerade aus wie so eine übergroße Krähe. Sie unterscheidet sich optisch von den anderen Altvögeln und wird von denen halt natürlich dann nicht vertrieben, wenn sie da mal ein bisschen durchs Revier fliegt, um sich ein paar Sachen abzugucken. So schaut sie sich zum Beispiel ab, wie man am besten Fisch fängt. Ja? Sie muss lernen, dass sie wirklich nur mit den Füßen ins Wasser eintaucht, um den Fisch eben aus dem Wasser rauszuholen. Würde sie sich sagen, ich versuche mal mit ihrem Körper, mal rein ins Wasser, um den Fisch mit dem ganzen Körper rauszuziehen, ja, dann saugt sich das Gefieder voll wie ein Schwamm mit dem Wasser und sie wird so schwer, dass sie im schlimmsten Fall aus dem Wasser gar nicht mehr rauskommt und sogar ertrinkt. Von daher, was ist los? Wolltest du die losstarten? Probier's nochmal, Molly. Im schlimmsten Fall könnte sie also sogar ertrinken. Deswegen auf jeden Fall den Fisch nur mit den Füßen aus dem Wasser raus. So gut, was hast du denn jetzt gesehen? Kennst du jemanden im Publikum? Ja, da hinten ist auch noch so ein großes Typen unterwegs, ne? Hier sind schon mehrere im Publikum, habe ich auch gesehen. Ja, ich sag's mal so, wenn man jetzt
jetzt den ganzen Tag tatsächlich Fisch gegessen hat. Ah ja, da stehst du trockener, ne? Stimmt. Wenn man den ganzen Tag Fisch gegessen hat, den nächsten Tag auch noch und dann eventuell die ganze Woche lang Fisch, ja? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, möchte man mal eine Abwechslung haben. Und so kann das durchaus sein, dass unsere Molly, wenn sie mal rauszieht über den See und ein paar Kreise darüber zieht und da ein paar Enten und Gänse sind, dass sie richtig Panik in Entenhausen macht. Die ganzen Enten und Gänse, die flüchten dann auf die Mitte vom See und tauchen sogar ab, wenn der Adler vorbeikommt. Ruf sie mal auf den Block rüber, vielleicht mag sie da lieber drauf an. Die tauchen alle ab, sobald der Adler vorbeikommt und sind damit erstmal in Sicherheit. Das macht schon Sinn, ja? Ist nur so, dass sie natürlich auch nicht den ganzen Tag die Luft anhalten können. Und sobald die dann wieder auftauchen, hat unsere Molly halt die Chance, so große Beute auch wirklich zu machen. Jetzt gerade sehr schön hat unsere Molly mal versucht, ein bisschen an Wind zu finden, an der Höhe drüben auf dem See. So richtig gut hat das nicht funktioniert, aber sie hat es wenigstens einmal ausprobiert. Allerdings musste sie auch dabei jetzt selber sehr viel wieder aus eigener Muskelkraft arbeiten. Das ist natürlich kompliziert und ein bisschen anstrengend, wenn man selber schon mal ein bisschen nass geworden ist. Von daher würde ich sagen, Molly, wie sieht's aus? Kommst du noch einmal zu mir bei unserer feuchtfröhlichen Flugschau? Machst du noch einen Flug hier rüber? Molly, dein Flug doch. Sie überlegt, warum willst du das? Ich bin doch schon so nass. Komm, Molly, einen Flug machst du noch mal hier rüber. Und dann gibt's für dich drüben bei der Nina nämlich auch den Doppelruf. Der bedeutet ja wieder Feierabend. Das kennst du ja eigentlich ganz gut. Was, Maus? So, auf geht's, ein Flug. Das sieht gut aus. Die nimmt Maß, überlegt, Bremsklappen ziehen, sehr schön. So, und dann gibt es drüben auch gleich den Doppelruf. In der Regel lässt sie sich das auch nicht zweimal sagen, gerade bei so einem Wetter, seht ihr das? Der Adler geht in den Feierabend, der ist geparkt. Und ihr dürft auch unserer Molly gerne nochmal einen dicken Applaus hinterher schicken. Die hat hier wirklich ein paar schöne... Hat er gesehen, wie wir das hier gemacht haben?
Wie heißen die? Thank you.
Ja, du siehst die Sonne drauf. Wenn du das nicht da hast.